Willkommen zurück, Leute, im Red Strings Club. Weiter geht es hier mit Akara 184. Ist Naima Kosse eine Psychopathin, wird gefragt, denn wir spielen hier unser nächstes Quiz. Was werde ich diesmal gar nicht gefragt, ob sie mich zu mir hingezogen fühlte? Im Fall von Naima tut das nichts zur Sache. Beantworten Sie die Frage bitte. Ist Naima Kosse eine Psychopathin? Nein. Was hat für sie im Moment oberste Priorität? Zu ermitteln, ob Diana loyal ist, Johannes Heftes zu finden, einzuschätzen, welche Gefahr von Proxima ausgeht. Ja, sie will vor allem die hier finden, ne? Oder? Nein, obwohl, dass sie loyal ist, will sie auch wissen, ne? Ist die SPF gefährdet? Pff, nö. Weiß Naima über den SNA Bescheid? Ja. Sieht Naima sie als Bedrohung? Nein. Ist Naima fähig, Superkontinent zu hintergehen? Wie ist sie fähig? Nee. Wie? Inwiefern fähig? Nein. Also sie wäre schon natürlich in der Lage dazu, aber sie ist nicht fähig von ihren Emotionen dazu. Ist sie fähig, für ihren Arbeitgeber einen Mord zu vertuschen? Ich sag jetzt mal ja. Ist sie fähig, für ihren Arbeitgeber einen Mord zu begehen? Weiß ich nicht, ja? Würde sie das machen? Nein, das würde ja auch gegen die Regeln gehen, ne? Was die sozialpsychische Fürsorge betrifft, hält Naima SPF für eine gute Sache? Ja. Haben Hersteller von Technologien das Recht, ihre Produkte nach dem Verkauf zu verändern? Wie meinst du das? Wenn Superkontinent die Menschen-Upgrades konzipiert, hergestellt und vertrieben hat, haben sie das Recht, sie zu modifizieren, indem sie beispielsweise SPF dazu packen? Unter anderem, haben sie das Recht, sie zu modifizieren? Nein, wenn ich etwas gekauft habe, gehört es mir. Nein, Technologie hat Verantwortung. Ja, aber das sollten sie klar und deutlich sagen. Ja, ohne sie hätten wir das alles schließlich nicht. Uff, und irgendwie habe ich da das Gefühl, dass ich dieses Quiz diesmal verkackt habe. Haben sie das Recht, sie zu modifizieren? Nein, wenn ich etwas gekauft habe, gehört es mir. Nein, Technologie hat Verantwortung. Ja, aber das sollten sie klar und deutlich sagen. Ja, ohne sie hätten wir das alles schließlich nicht. Ich weiß es gerade nicht genau. Durften die das noch hinterher? Also ich weiß, dass sie ja die AGBs unterschrieben hatten, ne? Aber es gehört ja dann ihnen. Wenn sie es nicht mehr wollten, hieß es doch irgendwie, dann können sie es auch wieder lassen. Aber ich weiß jetzt nicht, in Bezug auf die Veränderung, ob die da eingreifen dürfen. Nein, Technologie hat Verantwortung. Ja, natürlich hat das Verantwortung. Nein, wenn ich etwas gekauft habe, gehört es mir. Ja, das sollten sie klar und deutlich sagen. Ja, dann brauchen sie es einfach nur sagen und dann verändern sie es? Nee. Ich sag mal, nein, Technologie hat Verantwortung. Oder? Ach, mach mal einfach. Nein, Technologie hat Verantwortung. Es ist ja nicht wie in der Kunst, wo Künstler ihre Kreation mit Recht verändern dürfen, wie sie möchten. Etwas, das man der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, etwas, das viel Einfluss auf das tägliche Leben hat, das birgt viele ethische Verpflichtungen. Und warum haben Künstler das Recht, ihre Werke zu verändern, wie sie möchten? Weil sie letztlich ihnen gehören. Kunst ist etwas Persönliches. Und ist es bei der Technologie nicht dasselbe? Wo liegt die Grenze zwischen der Kunst und der sogenannten Technologie? Im Prinzip beeinflussen Konsumgüter das tägliche Leben und die Gesellschaft und tragen eine Menge Verantwortung. Kunst kann die Gesellschaft genauso verändern wie die Technologie. Dann sagen wir, die Grenze liegt in der Art und Weise, wie sie es tun. Es heißt, die Kunst beeinflussen die Welt, indem sie sie durchdringen. Aber die Technologie verändert im physischen Sinne die Art und Weise, wie die Leute mit der Welt interagieren. Die Kunst verändert unser Verständnis, während die Technologie unsere Sprache verändert. Verstehe. Akara gesagt, der Kauf von etwas verleihe einem Befugnisse darüber. Ah, okay, was haben wir denn ihr jetzt beigebracht? Na egal.
Es ist sehr interessant, wie Menschen die Realität durch Sprache klassifizieren. Danke. War das eigentlich eine Frage oder nur ein Denkanstoß? Das war eigentlich die 10. Frage. Danke für die Darlegung. Und naja, wie habe ich mich geschlagen? Sie haben 6 von 10 Fragen richtig beantwortet. Tut mir leid, Sie haben versagt. Kein zweiter Versuch diesmal? Akars Quiz über Naima nicht geschafft, habe ich mir aber fast gedacht. Ich würde das gerne nochmal probieren. Nein, tut mir leid, wir sind nicht mehr im Tutorial. Was habe ich denn diesmal verpasst? Ein Kurzzeitgedächtnis-Resetter. Oh, ich dachte, diesmal würde es ein anderer Preis sein. Tut mir leid. Sie haben recht, Abwechslung bei den Preisen könnte das Spiel ansprechender gestalten. Ich werde versuchen, mir fürs nächste Mal etwas anderes auszudenken. Haha, schon gut, mach dir keine Sorgen. Obwohl ich zugeben muss, ich bin jetzt schon ganz aufgeregt vor Vorfreude aufs nächste Spiel. Freut mich zu hören, dass es Ihnen Spaß macht. Hör mal. Ich glaube, ich mache Schluss für heute. Mein Bauchgefühl sagt mir, heute werden keine Gäste mehr kommen. Ja, sieht ganz so aus. Merkst du das auch? Hast du Instinkte? Was die Menschen Instinkte nennen, sind nur Schlussfolgerungen, die ihr Hirn für sie gezogen hat. Aufgrund der riesigen Datenmengen, die ihr Hirn durcharbeitet, können sie der Logik einfach nicht so schnell folgen. Ich bin im Gegensatz zu ihnen in der Lage, mit meinem Hirn Schritt zu halten. Im Prinzip also, ja, ihr Bauchgefühl ist richtig. Heute werden keine Gäste mehr kommen. Das freut mich, denn mein Bein bringt mich um. Menschen, machen wir Feierabend. Okay, prima. Das war ja wieder ein interessanter Abend hier. Und ich habe das Quiz verkackt. Tja, naja. Also, sozial-psychische Fürsorge ist eine Art digitaler Glückspille. Und der Spiegelneuronen-Algorithmus soll sie verbreiten, auch wenn man kein Implantatnutzer ist. Was ist das denn für Voodoo-Kram? Keine Ahnung, Donovan beschäftigt sich gerade damit. Wir sind ziemlich aufgeschmissen. An Superkontinents privates Netzwerk ist von außen nicht ranzukommen. Und ihr Büroturm ist auch nicht gerade so ein Laden, in dem man einfach reinmarschiert. Du hast uns ja ein nettes Abschiedsgeschenk gemacht, was, Ariadne? Das wird ihr alles gefallen. Hektik fand sie immer toll, die Spinnerin. Ach, fangen wir an mit der letzten Ölung? Seid ihr sicher, dass ihr mich dabei haben wollt? Ich gehöre ja nicht mal zu Proxima. Aus irgendeinem Grund hat Ariadne dich als einen ihrer digitalen Erben auserkoren, also akzeptier es einfach, Brandeis. Sie soll durch uns weiterleben. Okay, ich fange an. Ariadne, ich wähle deine Empathie. Mach, dass ich mich besser auf die Seelen unserer Feinde einstimmen kann. Mach, dass ich die Leidenschaften unserer Verbündeten besser verstehe. Ariadne, ich wähle deinen Scharfsinn. Hilf mir, schlauer als unsere Feinde zu sein. Hilf mir, im Kampf zu überleben. Ariadne, ich wähle dein Wissen. Ich wähle deine Zielstrebigkeit. Ich wähle dein Wissen. Ich wähle dein Wissen. Ich hoffe, du bereust es nicht. Brandeis hat Ariadnes Wissen gewählt. Alter, könntest du es nicht ein bisschen poetischer ausdrücken? Und so schmalzig aussehen wie ihr beiden nicht unbedingt. Hahaha. Okay, und jetzt lass sie in den Ozean. Mach's gut, Kriegerin. Donovan? Hey, Brandeis, alles klar bei dir? Ja, bin gerade dabei, den Laden aufzumachen. Ja, Kara geht's prächtig. Das müsstest du sehen. Die hat sich sogar ein kleines Spiel für uns ausgedacht. Für die Zeit, wenn ein Gast weg ist und der nächste noch nicht da. Komm schon, nicht eifersüchtig werden. Kannst ja mitspielen, wenn du wieder da bist. Hast du was Nützliches rausgefunden? Wow, du bist aber schnell. Und, wann kommt es zu diesem Sicherheitsverstoß? Morgen? Ich habe gerade erst angefangen, Infos zu sammeln. Wir brauchen mehr Zeit. Bist du sicher, dass es keine weitere Gelegenheit geben wird? Oh, scheiße. Dann musst du uns einen Gefallen tun. Finde die Person, die für den SNA zuständig ist. Finde den COO Joanna Seftis. Finde heraus, was es mit dem CEO von Superkontinent auf sich hat.
Tja, danach hatten wir halt das letzte Mal gar nicht gefragt, obwohl ich das gerne gemacht hätte noch. Finde die Person, die für den SNA zuständig ist. Ich weiß nicht. Fragen wir doch mal nach der Joanna. Ich hatte Besuch von einer Konzernanwältin von Supercontinent. Sie fragte nach Joanna Seftis. Ja, den Vorstand fürs operative Geschäft. Du hast Brandeis beauftragt, CEO Joanna Seftis zu finden. Was immer man bei der Dame in der H-Corps-Klinik auch installiert hat, es hat sie ordentlich aufgemischt. Wenn wir sie vor Supercontinent in die Finger kriegen, dann können wir denen einen fetten Strich durch die Rechnung machen. Oh, das gefällt dir wohl, was? Sei ein braver Junge und schafft sie für mich her, ja? Donovan, jemand nähert sich der Bar. Ich muss los, pass auf dich auf, tschüss. Was soll der Alarm? Wer ist es denn? Oh, wer ist das denn? Ich habe gehört, sie machen Drinks auf der Basis von Emotionen. Da haben sie richtig gehört. Und ich habe gehört, sie handeln mit Informationen. Sie scheinen ja gut informiert zu sein. Ich handle selbst ein bisschen. Ich kann sie mit allem versorgen, was sie wünschen. Es gibt nur eine einzige Regel. Keine Waffen. Nichts Lebendiges. Außerdem habe ich höllischen Durst. Ich dachte also, wir könnten prima Geschäftspartner abgeben, Sie und ich, Donovan. Was meinen Sie? Was Ihren Durst angeht, bin ich ziemlich zuversichtlich, dass ich den stillen kann. Solange Sie Informationen als Bezahlung annehmen, ich könnte wirklich einen Lieferanten exotischer Spirituosen brauchen. Klar, lassen Sie die Details mal meine Sorge sein. Geld ist in dieser Stadt sowieso überbewertet. Kümmern wir uns also erstmal um meinen Durst, ja? Bin schon dabei. Oha, was haben wir denn hier für einen? Non Paradisi? Und wir haben das Zeugs hier, ne, was wir ihm geben könnten. Ich frage mich noch immer, ob wir das dem geben sollten. Weil, ich meine, das macht doch eigentlich Amnesie. Ja, dann vergessen die, dass sie hier waren. Geben wir ihm das schon? Geben wir ihm, also wollen wir das schon verbrezeln, die Tablette? Oder wollen wir noch auf einen anderen Gast warten? Also der wird das halt auf jeden Fall vergessen. Was ist denn das überhaupt für ein Typ, ey? Weiß nicht. Ich belasse es mal nochmal dabei. Keine Ahnung, ob ich... Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich hier mache. Wir haben ja irgendwie auch nur eine Emotion für ihn. So, immer schön rein damit. Das reicht, das reicht. Ist es richtig? Sieht so aus, als käme man mit der normalen Tätigkeit des Barmanns hier nicht weiter. Da brauchen wir das hier. Das ist der Shaker. Damit können wir zwei oder mehr Spirituosen kombinieren, um eine starke Mischung zu erhalten. Die wird dann die kombinierten Eigenschaften ihrer Zutaten haben. Zum Beispiel bewegt Bourbon die Seelendisk rauf und Tequila nach rechts. Die Mischung bewegt die Seelendisk dann nach Diagonal nach rechts oben. Auf diese Weise kann man mit der Hälfte der Spirituosen dieselben Ergebnisse erzielen. So bleibt mehr Platz im Glas, um neue, anderweitig unerreichbare Emotionen anzusprechen. Um den Shaker zu benutzen, füllt man einfach das Gewünschte hinein. Dann greift man ihn sich und schüttelt ihn auf und ab, bis sich die Farben der Spirituosen mischen. Können wir denn das, was wir haben, einfach schon mal da reinkippen? So, das haben wir jetzt da drinne. Ich will da aber gar nicht noch mehr Eis... ich will da gar nicht noch mehr Eis eigentlich drinne haben. Hey, lass doch mal das Eis in Ruhe. Ich will jetzt wissen, wenn ich das... Ich habe keine Ahnung, wenn ich das jetzt schüttel. Keine Ahnung.
Noch ein Eis? Ich habe keinen Plan. So. Aber das ist doch, das reicht doch nicht. Und das soll ich jetzt wieder ins Glas schütten, ja? Oh, okay. Alles klar. Das, ich verstehe. Ich verstehe. Wenn ich das... Oh, das war schon ziemlich gut. Ich glaube, da müssen wir aber noch ein bisschen... Nee. Ein bisschen was davon reinkippen. Jo. Kriegst noch ein Eis. Oder auch nicht. Hm. Bemühe mich hier. So. Fertig. Mysteriöser Gas. Ich habe hier ein bisschen rumgepanscht mit Drinks. Hm. Lecker. Also war an den Legenden was dran. Sie können die Emotionen des Gasts tatsächlich mit Cocktails synchronisieren. Sie merken das? Ja, ich bin aus anderem Holz geschnitzt als der Rest von euch Sterblichen. Aber kommen Sie nicht gleich ins Schwitzen. Ihr Geheimnis ist bei mir sicher. Okay. Solange Ihr Drink Ihnen schmeckt, bin ich zufrieden. Dann seien Sie zufrieden, denn das ist seit Ewigkeiten der beste Drink. Gut, wie kann ich Ihnen helfen? Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob wir ihm nicht hätten die Tablette geben sollen, weil der das jetzt so durchschaut hat. Hatten Sie bei unserer Partnerschaft dann etwas Bestimmtes gedacht? Fürs Erste möchte ich sagen, dass ich interessiert daran wäre, Ihren Kreuzzug gegen Superkontinent zu unterstützen. Wenn Sie also irgendwas brauchen, das ich Ihnen beschaffen kann, lassen Sie es mich wissen. Und Sie können wirklich alles besorgen? Solange es nichts Lebendiges ist, ja, mit Waffen will ich auch nichts zu tun haben. Und mit Spirituosen? Nach Schnaps hat mich noch nie jemand geschickt, aber klar, das geht. Dieser Alkohol, den ich brauche, das sind nicht die üblichen Spirituosen. Rotes Geheimnis und blaues Flüstern. Der frühere Besitzer des Red Strings Club hatte ein paar Flaschen davon, aber seit die leer sind, habe ich keine mehr auftreiben können. Mit denen könnte ich regelrecht zaubern. Klingt wie ein interessantes Unterfangen. Betrachten Sie die Sache als erledigt. Ich komme wieder, wenn ich das Zeug habe. Danke für den Drink. Aber ob das nicht vielleicht ein Spion ist oder so? Bis später, Donovan. Nicht, dass der das jetzt irgendwie weitererzählt, dass wir hier mit diesen Emotionsdrinks handeln. Habe ich ein bisschen, bin ich ein bisschen skeptisch. Das war ein bisschen heftig. Und wieder Zeit für ein Quiz? Nein. Nein? Ich kann nicht. Ich bin nicht schlau aus ihm geworden. Wer ist das? Oh, sieht aus, als wärst du doch nicht allmächtig. Das tut mir leid. Sag das nicht. Ehrlich gesagt, gibt mir das Gelassenheit. Warum? Ich finde, Fehler sind eine schnelle Abkürzung zur Empathie. Tugend ruft Bewunderung hervor, klar. Aber ein paar Schwächen hier und da sichern einem Mitgefühl und Sympathie. Einen, der alles weiß, kann keiner leiden. Verstehe, ich werde versuchen, öfter Fehler zu machen, damit sie sich besser fühlen. Nein, so war das nicht gemeint. Sei einfach du selbst. Ich mag dich ja schon, okay? Ich selbst sein. Denk gar nicht erst drüber nach. Du kannst gar niemand anderes sein. Okay. Mich würde trotzdem interessieren, wer ist das? Hm. Gehört hatte ich schon von ihm, aber persönlich getroffen habe ich ihn zum ersten Mal. Keiner meiner Kontakte hatte direkt mit ihm zu tun, aber die Legenden kannten wir alle. Ein bizarrer Schmuggler, der einem in weniger als 24 Stunden alles besorgen kann, was man will. Man nennt ihn Gast. Er bittet nie um Geld, obwohl die Kundschaft immer zahlt. Haben Sie denn gar keine Angst? Doch, habe ich. Wie deine Empathiesensoren dir sicher schon mitgeteilt haben. Andererseits, Gast ist der einzige übernatürliche Händler hier. Da nähert sich ein Gast dem Club. Hintergrundprüfung? Larissa Robillard, 29 Jahre alt, Marketingleiterin des Superkontinent. Oh toll, sieht aus, als hätten wir das Große losgezogen. Sie kennen sie?
Sie ist eine der wildesten Nachteulen, die man im Neonlicht je gesehen hat. Wer in dieser Stadt einen Club hat, der muss sie einfach kennen. Also müssen wir nicht so viel Angst vor ihr eigentlich haben, oder? Sie ist wahrscheinlich eher so eine Schrullige. Willkommen im Red Strings Club. Ich liebe sie. Ich sie auch, Larissa. Sie haben mir gefehlt. Ist schon 5 Tage her, seit sie das letzte Mal da waren. Wie süß, sie zählen tatsächlich die Tage. Wie jeder Barmann in dieser Stadt. Und ich liebe dieses Lied im Hintergrund, deswegen habe ich das auch für mein Intro verwendet. Ich mag das total gerne. Tut mir leid, dass ich nicht früh gekommen bin, Donny. Wir hatten eine hektische Woche im Büro. Bin seit 3 Tagen in keiner Bar gewesen. Und ich habe gehört, in letzter Zeit waren viele Kolleginnen im Red Strings Club. Wie unfair. Ich bin hergekommen, sobald ich im Büro alles erledigt hatte. Kann gut sein, dass ich unfirmieren muss, wenn meine Gäste bloß noch von Konzern gezüchtete Idioten sind. Bitte nicht. Das hier ist einer der wenigen echten Plätze, wo man was zu trinken kriegt, die es in dieser Stadt noch gibt. Obwohl, wenn sie tatsächlich unfirmieren wollen, sie haben ja meine Karte, richtig? Sie lassen auch keine Gelegenheit ungenutzt. Ich liebe halt meinen Job. Haben Sie noch was von meinem Stoff übrig? Ich bin bestens versorgt mit Ihrem Stoff. Sie scheinen mir irgendwie unruhig zu sein. Wir sind doch alte Freunde, Donny. Kommen Sie ruhig auf den Punkt und erzählen Sie mir, was ich für Sie tun kann. Ach, vor Ihnen kann ich ja nichts verbergen, oder? Die Sache ist allerdings etwas heikel. Steht in engem Zusammenhang mit Ihren letzten Projekten. Verstehe. Das erklärt, warum Diana und Naima gestern hier waren. Eines Tages müssen Sie mir erklären, wie es Ihnen gelingt, so viele Strippen zu ziehen, ohne hinter der Theke vorzukommen. Das habe ich Ihnen schon 100 Mal erzählt. Dieser Club ist verwünscht. Ich bin ein Gefangener der roten Fäden. Aber im Austausch dafür webt der Club das Schicksal irgendwie so, wie es meinen Wünschen entspricht. Sie hören wohl nie auf, solchen mystischen Mist abzusondern, was? Muss aber zugeben, marketingtechnisch ist es genial. Sie bauen ihren eigenen urbanen Mythos auf. Sie dürfen lachen, so viel sie wollen. Geben Sie wenigstens zu, dass meine Drinks auf jeden Fall magisch sind. Das ist unbestreitbar, ja. Sie bringen mich immer dazu, Dinge zu fühlen, die kein anderer Mann aus mir herauskitzelt. Aber das will ich mal Ihrem Charisma zuschreiben. Sind Sie denn in Stimmung, mir ein paar Infos mitzuteilen? Oh, ich bin absolut in Stimmung. Aber Sie haben recht, die Sache ist tatsächlich etwas heikel. Wollen wir es nicht gleich noch ein bisschen spannender machen? Ich liebe es zuzusehen, wenn Sie Ihre Magie wirken. Aber dann machen Sie mich immer scharf und ich plappere alles aus, was Sie wissen wollen. Tut mir leid. Also mein Vorschlag. Sie können mich fragen, was Sie wollen. Aber vor jeder Frage müssen Sie mir einen Drink servieren. Und Sie dürfen sich bei den Drinks nicht wiederholen, okay? Klar, klingt gut. Fantastisch. Und jetzt bitte, ich bin schon viel zu lange nüchtern. Machen Sie mir einen Drink. Okay, wir können an Ihren Wahnsinn appellieren, an Ihre Euphorie, an Ihre Lust und an Ihre Depression leider auch. Versuchen wir es mal zuerst mit der Euphorie. Und wir nehmen mal hier das an die Seite und kippen wie immer etwas davon rein. Ich glaube, wir müssen sogar wieder einen großen Cocktail machen. Nee, den will ich nicht. Ich möchte den. Ja, ich kipp davon gleich mal hier in den großen was rein. Huch. So. Nein. So, wir schütteln das Ganze mal durch. Ich weiß nicht, ob ich davon sogar noch mehr reinkippen soll. So.
wunderbar. Okay, das war ein bisschen zu weit. Ich glaube, wir müssen wieder ein bisschen runter. Mist. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Ich versuche hier mein Bestes, wie immer. So. Ja, naja. Ja, ein bisschen weiter runter und dann haben wir es gleich. Ach, das war's schon. Ein Tröpfchen Wodka. So, bitteschön. An die Euphorie. Verflucht nochmal, ja. Und, gut. Das ist der beste verfluchte Drink meines Lebens. Oh, ich liebe sie, Donny. Ich liebe sie so sehr. Ich liebe sie auch, meine Göttin der Freude. Okay, spucken Sie es aus, bevor dieser schöne Rausch verfliegt. Wie wollen Sie die Leute dazu bringen, SPF zu schlucken? Und wann? Sind Sie dem neuen CEO von Supercontinent schon begegnet? Gibt es irgendwelche Marketing-Ideen für die Akara-Androiden? Ist Ihnen die Situation mit Joanna Seftis bekannt? Okay, wir können Sie so viel fragen. Und ich weiß nicht, welches die bessere Frage ist. Aber ich wähle sie im nächsten Part von The Red Strings Club, Leute. Es ist sehr spannend gerade und es gefällt mir total gut, das Spiel. Ich hoffe, es macht euch auch so viel Spaß wie mir, euch in dieses doch irgendwie total eigene, individuelle Spiel halt einzuhören, einzugucken. Ja, ich freue mich auf den nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei, Leute. Bis dann!